Ja, hallo YouTube. Heute kommt mal was Neues von mir, was ich so bisher noch nicht gemacht habe. Und zwar ein Roadtrip mit dem PKW. Ja, warum? Weil ich mal Bock drauf habe und ich mein Auto auch mal wieder ein bisschen austesten möchte, wie es sich so verhält mit der Fahrerei. Irgendwie schlecht die Brille. Mir ist auch warm. Ich habe gerade alle ganzen Protteln eingeladen. Also heutiges Ziel wird die Nordsee sein. Ich will auch mal gucken, was so Verbrauchswerte angehen. Und spezielles Thema Google Navigation über Google Maps, weil da viele gesagt haben, damit könne man nicht vernünftig navigieren. Ja, das werden wir heute mal auschecken, wie gut das so funktioniert. Also hier im Umkreis habe ich damit schon navigiert, das funktioniert gut. Ja, in dem Sinne wünsche ich jetzt viel Spaß. Wir fahren jetzt erst noch mal nach Dortmund. Da hole ich noch einen Kumpel ab, den Kiki. Und der wird so ein bisschen Kameramann spielen und jetzt schauen wir mal, wie das hier so alles klappt. A45. Bis Ankunft meines Kumpels noch 23 Minuten. Wir sind jetzt hier im Bereich des 100-Fahrens. Und jetzt kommt dieser beliebte Blitzrastplatz. Mal gucken, ob sie heute stehen. Also keine Sorge, ich bin weit drunter. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie nicht stehen. Genau hier stehen die eigentlich, ne? Aber hier ist auch am Ausbauen sind sie und soll auf drei Spuren irgendwann werden. Naja, ein paar Jahre zu spät vielleicht. Ja, der Wagen ist so langsam warm, denke ich. Wir haben jetzt knapp 15 Kilometer oder was gemacht. Ich hatte mir da mal gesagt, ja, so um die 15 Kilometer. Und schauen wir mal, ne? Bis später. Bye.
possible. Keine Lizenzprobleme kriegen. Westhofener Kreuz, richtig. Tempo 100, wie schon die ganze Zeit. Also, so, mal gucken, wir müssen hier nämlich abbiegen. Und schauen mal, wie das so klappt. Also, so leer hatte ich das hier auch noch nicht. Es ist gutes Verkehrsaufkommen, aber laut Navi noch 15 Minuten. Ja, jetzt wäre so ein Autopilot eine feine Sache. Hier auf die A1 müssen wir. Jetzt warten wir noch mal eben die Ansage ab. Und heute Morgen auch noch kein Theater mit irgendwelchen Rowdies gehabt. Finde ich auch sehr angenehm. Nach 600 Metern am Autobahnkreuz Neuenwesthofener Kreuz den rechten Fahrstreifen benutzen, um den Schildern auf A1 Richtung Bremen, Hannover, Kassel, Flughafen Dortmund, A2, A44 zu folgen. Jawohl. ja, wenn sich alle wundern, ich nuggel Google Maps. Ich benutze Google Maps. Am Autobahnkreuz Neuenwesthofener Kreuz den rechten Fahrstreifen benutzen, um den Schildern auf A1 Richtung Bremen zu folgen. Dann an der Gabelung rechts halten. Über meine Soundanlage im Auto. Weil das macht an der Gabelung rechts halten. Ja, ich muss zwischendurch auch mal schalten. Normalerweise fahre ich hier alles komplett im Sechsten, aber... Das klappt heute. Dem Straßenverlauf von A1. Da bis später. Es ist schlimm, von einer Baustelle in die nächste. Ja, ich weiß, dass unsere Straßen schlecht sind und was gemacht werden muss, aber hier weiß ich nicht. Ja, hier auch, aber es ist doch nichts. Noch eben zu den Roadtrip-Daten, weil ich bin jetzt eh gleich da bei unserem ersten Zielpunkt. Ich will versuchen, auf dem Weg da hoch gemächlich zu fahren. Also nicht mehr wie 160 maximal, weil ich auch mal so ein bisschen den Verbrauch vom Auto nachhalten wollte. Vor allem, ich fahre einen Benzinzusatz und ich will mal gucken, was der so bringt. Also so Stadtverkehr und Motorleistung, bringt der wirklich was? Ist natürlich nur minimal, aber man merkt es. Ja, vielleicht mache ich auch nochmal ein Video dazu, wie es dazu gekommen ist, dass ich auf überhaupt einen Benzinzusatz gekommen bin, weil bis vor ein paar Jahren war ich da absoluter Gegner von. Ja, so, jetzt geht's aber weiter. Nach's. We'll be right back.
So, das erste Etappenziel ist erreicht. Wir haben jetzt 8.45 Uhr. Ich bin jetzt an der Wohnstätte meines Kumpels und den werden wir jetzt mal da rausholen. So, jetzt darfst du. Jetzt darf ich. Jetzt darfst du. Wer saß hier denn? Alter. Weiß ich doch nicht. Geht ja gar nicht. Das Auto ist so klein für mich. So viele Leute nehme ich nicht mit. James. Stasi als bewupp dich mobil. Er spinnt schon mal ein bisschen. Stell dich erstmal vor. Du bist der Kiki. Ach so. Ja, wir sind crazy und verrückt. Das ist aber gut so. So, jetzt werden wir mal die Reisedaten optimieren. Jawohl. Und zwar fahren wir jetzt dahin. Nein. Doch. Ist nicht. Huxiel Wangerland. Wangerland. Wangerland, genau, gehört zum Kreis Oldenburg. Klugscheißer. 275 Kilometer von hier aus. Was heißt Klugscheißer? Alter, ich habe mich mit der Materie auseinandergesetzt. Was sagt mein Auto? Laut Auto können wir 800 Kilometer fahren. Cool, dann machen wir das doch. Und zwar, weil ich ja sehr Piano fahre. Ich habe einen Durchschnittsverbrauch im Moment von 6,6 Liter. Also das schafft auch ein Diesel nicht. Nee, ein Diesel verbraucht mehr. Aber 6,6 Liter Bier auf 100 Kilometer ist schon ordentlich. Das ist ein alter Alkoholiker. So, also, da drücken wir erstmal drauf, da drücken wir da drauf, dann drücken wir da drauf, diese ganzen Knöpfe, ne? Geil, ne? Verbindung ist noch nicht hergestellt. Warum nicht? Tja. Ja, so ist das, ne? Wir starten also jetzt und halten auf euch Vorläuferweg auf. Nach Nordwesten starten, dann nach links abbiegen, um auf Vorläuferweg zu bleiben. Weißt du ja schon. Vorläuferweg nach Nordwesten starten, dann nach links abbiegen. Ist ja gut, also bis später. Also, Kiki, erzähl uns mal, was hier los ist. Ja, wir fahren hier Richtung Baustelle. Und hier ist 80. Warum? Das ist auch keiner. Nee, so richtig klar ist nicht, warum hier 80 ist, weil die Baustelle kommt irgendwie nicht, gefühlt 3 Kilometer schon. Ja. Und es ist so eigentlich alles frei, aber hier ist 80. Die ich auch ganz brav fahre. Ja, weiß ich auch nicht. So, warum sind wir denn auf dieser Autobahn gelandet, Herr Kiki? Aufgrund einer unübersichtlichen Baustelle haben wir leider die verkehrte Ausfahrt genommen und mussten so eine Schleife drehen und sind jetzt wieder auf dem richtigen Weg. Genau. So, da stand jetzt gerade 120, warum auch immer und warum keine Baustelle war, weiß ich auch nicht. Ah, die haben das Schild vergessen. Ach so, ja, okay. Ja, wir bleiben dran. Auf jeden Fall. Bis später. Eine Steigung, Herr Eggert, dann erzählen Sie mal. So, wir haben ja eine Steigung von 4%. Abstand halten stand auf dem Schild.
Nun gut, stellt sich die Frage, warum ich bei einer Steigung Abstand halten muss, weil es ist ja keine Kuppe. Wenn eine Kuppe wäre, könnte man das eventuell nachvollziehen, aber bei einer Steigung noch Abstand halten, naja. Oder bei Gefälle. Na, und das würde, sag ich mal, Sinn machen, aber da wir hier in Deutschland sind, Schilderland, ne? Könnte man eigentlich noch ein zusätzliches Schild entwickeln für Gefälle. Also genau. Gibt es nicht sogar eins, ich bin jetzt doch, gar nicht gibt sicher. Doch, gibt es. Ne, also wir haben jetzt eine 4%ige Steigung und wir halten auch dementsprechend auch Abstand. Ne, aber warum? So nicht ganz klar. Und man sieht es wieder. Baustelle. Ja. So, wo sind wir denn? Ich sehe nichts. Also Bremen noch 135 Kilometer, Osnabrück noch 20 Kilometer. Aber das stand doch hier auch gerade mal an. Ja, das sind noch so ein paar Sachen, da war mein altes Navi schöner. Naja, so, und da ich jetzt schon ein bisschen lahmarschig bin, könnten wir auch mal wieder überholen. Gut. Damit das hier mal vorangeht. 10.08 Uhr und wir sind unterwegs. Mal wieder geschafft. Stau. Schalten. Ja, gut. Baustelle. Richtig. Mal wieder eine Baustelle. Genau, mal wieder. So, 1 Stunde 37 noch Fahrzeit, 168 Kilometer. Ich nutze das hier mal, um ein bisschen... Ja, wir Zeit, um eine konstruktive Pause zu machen. Das stimmt allerdings. Mal eben gucken. Ich bin ja auch die Route am Film. Oh, der Akku ist immer noch nicht platt. Also Respekt, ne? Das läuft schon. So, wir haben Schalten. Tesla ist schon was, wo ich echt Bock drauf hätte. Ja, ist ja gut gewesen. Gefahren bin ich jetzt 234 Kilometer knack mit dieser Tankfüllung. Es ist noch nicht ein Viertel raus. Der Durchschnittsverbrauch, um mal das Langweilige zu machen, also laut Bordcomputer darf ich noch 665. Durchschnittstempo 67, Durchschnittsverbrauch liege ich jetzt im Moment bei 6,1. Hast du gemerkt? Ich habe weniger gemacht. Sehr gut. Ja, ich bin gut. Aber ist noch immer zu viel. Ja? Ja, ja, genau, genau. Ja. Ja. Also wir melden uns dann, wenn wir Pause machen wieder. Ja. Doch, haben sie. So, Wettereinbruch. Voll für ein Popo. Der Himmel ist kaputt. Ja, fällt Wasser raus. Scheiße. Also meine Sonnenbrille bringt hier nichts. Das ist schon schade. Egal, knallhart dranbleiben. Guck mal, ein Renngolf. Ach nee, der will abbiegen. Oh. So, hier ist aber nur 80. Bis gleich. Neun haben wir es jetzt? Jawohl. Was, 11 Uhr 9? Ja, 11 Uhr 9 schon. 11 Uhr 10. Da hat der 11 Uhr 9 angezeigt. Jetzt sei nicht immer so piesepampelig. Was heißt hier piesepampelig? Ja, piesepampelig, nicht fiesepampelig. Ja, ist gut. So, wir haben jetzt ein bisschen gefrühstückt, Kaffee getrunken und jetzt werden wir weiter starten. Wir sind jetzt hier auf einem Rastplatz. Irgendwo im Nirgendwo. Das reimt sich, gemerkt. So, Goggle ist auch noch aktiv. Darum habe ich mein Handy lieb. Ich tue übrigens auch noch die Zeit erfassen. Ja, ist gut. Ja, ihr merkt, ich bin so ein bisschen Technikfreak. So, Triebwerk wird gestartet. Psst.
Und ja, jetzt geht's weiter, würde ich sagen. Bis später. Kilometer noch bis zu unserem Ziel. Wir haben, welch Wunder, mal wieder eine Baustelle. Super. Sehe ich auch so. Ja, den Verbrauch haben wir jetzt die letzten 10, 20, 30 Kilometer ein bisschen hochgejubelt. Nennen wir es mal ein schlechter Kampf. Ja, so ein bisschen. Wir haben da so einen anderen BMW, mit dem wir so ein bisschen Kräftemessen gemacht haben. Okay. Ja, ich habe am Anfang verloren, aber im Durchzug und Sprint bin ich besser. So. Sage ich jetzt mal, behaupte ich. Ist auch eine Frau am Steuer. Das soll jetzt nichts Diskriminierendes sein. Ne? Das ist feminin, oder? Genau. Ja, also Hochachtung, sie fährt schön, schön. Ja. Was denn? Guck mal, immer schön links auf die Streifen fährt sie zusammen. Drängeln. Ohne Scheiß. Also irgendwie Kerle sollen raudig sein. Also ich weiß ja nicht. So, aber wir werden jetzt unserem Roadtrip-Ziel wieder getreu bleiben. Und hier nicht mehr... Ja. Und jetzt dürfen wir wieder pinnen. Ja, es wird nicht mehr gepinnt, jetzt ist Schluss. Feierabend. Guck mal, sie will auch nicht mehr. Gibt aber doch eigentlich noch Gas. Ja, aber wir werden uns jetzt wieder an unsere Dinge halten. Besser ist das. 57 Kilometer noch, ich möchte da mit einem guten Durchschnitt ankommen. Noch liegen wir unter 7 Liter. Fast hier, aber nimm mal die Kamera. Du darfst auch gerne mich filmen. Ja, selbstverständlich filme ich dich. Und nach 400 was. Metern auf Hoogsieler Landstraße fahren. Also ja, nee, das ist hier spielt die Musik, da spielt. Also der Kerl, der traut gleich nicht zu, ne? Der ist pingelig und sowas. Ja, bin ich auch. Er hat einen Fehler. Also, wir haben die Autobahn jetzt verlassen, der Rest wird über Land quasi. Ein bisschen höher, sonst sieht man wieder nichts mehr. Dem Straßenverlauf von Hoogsieler Landstraße für 9 Kilometer folgen. Ja, tun wir doch. Ja, da war es Oldenburg. So, und jetzt sind wir hier auf Land. Jetzt muss er gezwungenermaßen wieder langsam fahren. Wieso nur gezwungenermaßen? Ich fahre immer langsam.
Unglaublich. Ja, was ich mir denke, als durchleiden muss, ne? Das ist echt unglaublich. Ja, das rausschneiden. Ach, das setze ich aber ja inzwischen. Kein Ding nicht. So, du darfst jetzt auch mal mich filmen. Haben wir schon die ganze Zeit. Nee, jetzt noch dauerhaft auf mich halten. Ja. Also, ich habe die Sonnenbrille mal abgelassen. Wie man sieht, dann scheint auch die Sonne. Wir haben jetzt noch 9,1 Kilometer, 9 Minuten quasi bis Hupsiegel rein. Wilhelmshaven müssten wir auch noch vorbeikommen, ja? Ja, ungefähr jetzt hier irgendwo müsste Wilhelmshaven sein. Dann gucken wir gleich mal. Viel zu schnell hier, so 70. Ja. So, wenn du jetzt oben aufs Knöpfchen drückst, dann hört sie auf zu filmen. Wilhelmshaven. Du lenkst mich immer ab. Gar nicht. Was haben wir? 12.36 Uhr, 37 ist Ankunft. Die Sonne scheint. So muss das sein, wenn wir reisen. Also, die Crewmox, hast du gesagt, ist leer. Ja, dann Jawohl. Tun wir die nämlich gleich ans Ladegerät hängen. Das ist natürlich jetzt blöd, dass ich keine Decke dabei habe, um das hier hinten alles mal so ein bisschen zuzumachen. Habe ich im Ruck. Dings. Die ist eingesaut. Nein, ist sie nicht. Der lügt. Naja, wir werden jetzt hier ich mal... Ich lüge nie. Uhr. Alter. Vielleicht gibt's Lack. Psst. Wir gehen jetzt nach Wilhelmshaven rein, also sprich Hupsiegel, und dann schauen wir mal, was hier so geht. In dem Sinne bis... So. Ja. Wir sind denn da. Moinze. Wie mein Schwager. Also, schätze ich... Ja, natürlich. So. Cut. So, wir sind... Sie lang gekommen. Gehen jetzt hier ja, Kaffee. Genau. Kaffeekuchen Kaffee. Und dann werden wir mal weiterschauen. Ja. Das Wetter ist schon geil, ne? Doch, ist schön. Wetter haben wir Glück. Ja. Ich glaube, ich springe doch gleich in der Flut. Ich habe keine Badehose mit. Ich aber. Ach, da fällt mir gerade mal ein. Ich habe mein Geld nicht mitgenommen. Warum glaube ich dir das nicht? Ich habe mein Pfand bei dem Auto. Das glaube ich dir. Das wäre ein bisschen unverschämt, meinst du nicht? Was? Geld zu Hause, der Hilfe. So, wir sind jetzt hier. So, die werden hier mit ihren schönen Berliner selbst gemacht, auch selbst gemacht von Lade. Da haben wir mal getestet. Ne? Schaut da mal. Ja. Die Bohrung ist sehr gut. Von außen sieht auch sehr schön aus. Ich mag ihn auch, weil es ist die Marmelade dran. Warum steckst du den nicht gleich ganz rein? Will ich ja, aber es ist. Man muss auch noch genießen, ne? Genau. Also, ich muss euch sagen, ich habe die Marmelade sehr gut. Können jetzt auch hervorragend, also kann ich nur weiterempfehlen. Daumen hoch. So, wir haben es jetzt 14.02 Uhr. Wir werden uns jetzt bereit machen, an den Strand zu fahren. Und dort ins Wasser zu hüpfen? Er hüpft ins Wasser. Er kommt mit. Ich begleite ihn auf der Kamera. Dann schauen wir mal weiter. So, wo fahren wir jetzt hin? Ans Wasser. Hier auf der schönen, keine Ahnung, was für eine Straße. Ja,
Ja, gleich geht's ans Wasser und dann bin ich natürlich live wieder bei euch. Deine Galoschen hier drin, das kommt nicht wieder. Also, wenn ihr jetzt einen Sprung hattet während des Films, heißt das, ich musste da so ein paar Sachen rausschneiden. Ja, vor allem gegen Nacktherm. Das wäre ja noch nicht mal das Schlimmste, aber naja. Oh. So, gut, jetzt hier. Nein, Road Trip ist bis jetzt ein voller Erfolg, würde ich sagen. Ja, das Wetter ist perfekt. Ja, obwohl es ja für Regen geheißen hat, aber ihr seht selbst. Wie war das, wenn Engel reisen? Kein Plan. Ja. Also, bis später. Also, oi, der Wind hat zugenommen. Herr Kiki hat sich eingesaut. Und da am Tresen steht das unglückliche Paar. Ach, sind die dumm. Gelb. Ich versuche ein bisschen Windschutz zu machen, aber das haut, glaube ich, nicht hin. Ja, und ich glaube, es wird gleich nass von oben. Aber egal. Weiter geht's. Und ist direkt in Aufnahme gegangen. So, der Regenschauer ist vorbei. Auch wenn Kiki das nicht wahrhaben wollte. Das heißt, wollte jetzt ja. Jetzt geht's gleich Happa-Happa machen. So, unser Roadtrip geht in die nächste Runde. In die Abendrunde. Richtig. Wir gehen nämlich zu Don Fischhaus und werden uns jetzt lecker Fisch reinhauen. Nehme ich an. Gehe ich von aus. Auf jeden Fall. Also, guten Appetit. Ja, guten Hunger. So, sagen Sie was. Ja, wir sind jetzt hier am Essen. Ich habe Backfisch und er hat Bratkartoffeln mit toten, was war das? Rotbarsch. Achso, roten Arsch, Barsch. Genau. Ja, und dann bleibt nur eins zu sagen. Guten Appetit, ne? Genau. Guten Hunger. Bis später. Gar nichts an. Aber jetzt musst du erstmal was filmen. Uns hat der Regen erwischt. So, hier. So. Uns hat der Regen erwischt, aber mal sowas von. Oh, nee. Ja, gut. Kommt nichts, aber. Egal. Boah. Nass ist nass. Es ist richtig nass. Da war's. Naja. So, komm, ist wieder nass draußen. Ja, nimm die Kamera mit rein. So, nimm die Kamera mit rein. Ja. So, jetzt haben wir uns die ganze Zeit vorher gedrückt, nass einen Arsch zu kriegen, ne? Und jetzt hat es uns doch nicht gedrückt. Oh, nasse Lederjacke ist kacke. Ja. Jetzt redet das weiter, ist das denn noch wahr? Ja. Ja. So ist es und so wird es, glaube ich, auch bleiben. So, Kiki berichtet mir gerade, es ist lange her, dass er einen Regenbogen gesehen hat. Da hinten ist etwas bunt. Ich glaube, die Kamera wird es nicht einfangen. So, wir befinden uns quasi wieder auf dem Rückweg, jetzt erstmal Richtung Wilhelmshaven, weil dort wollten wir eigentlich noch jemanden antreffen. Boah. Genau. Also, bleibt dran. So, 20.07 Uhr. Wir warten jetzt hier in Wilhelmshaven auf die Person. Ein oder zwei? Ah ne, waren zwei Personen. Er ist ein Sittenstrolch, deswegen. Ein Sittenstrolch, ja? Sagt der Richtige. Naja, auf jeden Fall warten wir jetzt hier, dass... Ja. Ist das, ich vorher sagen können? Also wir sitzen jetzt hier in Wilhelmshaven. Ja, du hast es versaut. Und warten auf die bekannte Person. Unbekannt wäre blöd, ne? Naja, auf jeden Fall schauen wir mal. In dem Sinne, bis später. Ich sagte,
Roadtrip-Zwischenbericht. Ja, war geil. Kann man so sagen, ne? Auf jeden Fall. Gelungener Tag heute. Oh, ja. Wir sind jetzt hier bei Garterfeld? Ja, Garterfeld. Entschuldigung. Ja, du musst... Knoblauch. Das schneiden wir raus. Ja, muss wohl sein. Ja, Garterfeld. A1 Richtung Dortmund. Noch einen Autobahnwechsel haben wir nicht, ne? Nee. Nee, aber Baustellen. Ja, die sind wir jetzt gewohnt. Ja, 60, 40, 60, 40, ja. 40, 60, 60, 40. Schlimm, schlimm. Ja. Aber was soll's. Ja, wir sind so langsam ein bisschen geschafft, ne? Ja. So ein bisschen nur, aber ansonsten läuft. Hat Spaß gemacht. Ja, bis jetzt auf jeden Fall. Da draußen fahren sie wie die Wilden. Wir haben jetzt mal kurz hier angehalten, so Pipi machen und so. Pipi darf man sagen, ne? Ja. Pipi darf man sagen. PP. Ja. Doppel-P. Also. Ja, und der nächste Zwischenrapport, weil dunkel ist und so, mit Film ist Kacke. Entschuldigung, Exkrement. Werden wir wahrscheinlich erst machen, wenn wir am Zielort sind, würde ich sagen. Ne? Ja. Weil das hat sonst keinen Sinn. Ich bin nochmal kurz da drauf gehalten. Ja, jetzt schon geht's Licht aus. Okay, und weiter im Text. Ja, weiter. Wir machen mal eben noch Tacho zeigen. Wir sind erst 117 Kilometer gefahren? Ja. Wir müssen noch 176. Na scheiße. Ah ja, die schaffen wir auch. Also anderthalb Stunden noch. Laut Navi. Ja. Gucken wir mal. Gehen wir schneller hin. Richtig. Also bis dahin. Tschö. Ciao. So, das Ende unseres heutigen Roadtrips um 23.39 Uhr. 39, Entschuldigung. 20:12 Uhr. Krass. Ja, wir waren jetzt in der Ecke unterwegs. Jo. Was gibt's abschließend zu sagen? Es sind jede Menge Vollidioten auf der Autobahn. Das sowieso. Google-Navigation hat super geklappt. Einmal frei. Kann man nicht meckern. Ja. Verbrauchswerte vom Fahrzeug. Wir haben jetzt natürlich auf dem Rückweg haben wir ein bisschen Gas gemacht. Durchschnittstempo 108. Verbrauch 8,6. Kannst du auch nicht meckern. Dafür, dass wir überwiegend Vollgas und um 200 rumgebrettert sind, ist das in Ordnung. Jo. Kann man auch nicht meckern. Fahrzeug BMW 120i, 2 Liter, 170 PS. Um das auch mal der Vollständigkeit halber zu erwähnen. Ja. Alles gut. Alles gut. Ja, in diesem Sinne, es hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Geile Geschichte, können wir gerne wiederholen. Und ja, der Schluss-Roadtrip kommt morgen, wenn ich dann nach Hause fahre noch. Das ist ja hier quasi Etappen, Zwischenetappenziel drin. Ja, machen jetzt mal eine ausgedehnte Pause. Ausgedehnte Pause, es gibt noch das ein oder andere Getränk. Und ja, schauen wir weiter. Ne? Ja. In dem Sinne, der Heizi und der Gigi wünschen gute Nacht. Nächte. I saw you.